오는 허름주리나 했던 인 안정은 대한민국 프레시든 조코비도도 하든 아간 금프레시든 반 무함맛 아슈라스가니 안미포된 품근 앞에 2015 in Staatsalas in Jakarta empfangen. Das ist ihr erster Besuch von Ashraf Ghani in Indonesien. Afghanistan sucht den indonesischen Partner, um Frieden und die Sicherheit durch die Verbreitung der moderaten islamischen Lehre zu stützen. Darüber hinaus war Afghanistan eines der ersten Länder, das die indonesische Souveränität anerkannt hat. Nach der Pressemeldung des indonesischen Außenministeriums fokussiert sich dieser Besuch auf die Intensivierung der bilateralen Kooperation zwischen Indonesien und Afghanistan, vor allem auf die Kooperation in der Friedensstiftung, auf die Verpflichtung Indonesiens zur Unterstützung des Aufbaus und der Aussöhnung in Afghanistan und auch auf den Handel von Investitionsbereich. Das Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimmen in Jakarta. Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesien. Willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Vielfalt und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach Probolinggo aus Java zu machen. Das Programm Die Vielfalt in Indonesien ist ein Programm, das den Besuchern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Herzlich willkommen zu unserem Programm Die Bunda, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Ocean Shore, Technologie und Erdbewegungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Fischerkarte. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei. Mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien. Musik jeden Morgen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesien. Liebe Zuhörer der Indonesien, RREO, Sessi. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik jeden Morgen, der eine Stimme, traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Ruth Samaya mit dem Titel Kaulah Selamin, bei der es geht, du bist alles. Bis dann behalten. Thank you.
RFI, internationale Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di internationale Sendung, PON Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 8.785 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.poi.go.id hören.